Ist man heute ein Mann, wenn man ein Tattoo trägt, ein schönes Auto fährt, nach Reichtum und Ruhm eifert, der morgens aus dem Haus geht und die Gedanken der Jugend vergiftet, in einer Gang ist, falschen Vorbildern nacheifert und Hollywood-Gangster imitiert, sein Beruf Drogendealer ist, sein Leben aus Lügen und Betrügen besteht, Geld auf dem Wege des Haram verdient, bis in die Morgenröte die Diskotheken unsicher macht, seine Familie durch Alkohol und Glücksspiel vergessen hat? Wenn das deine Vorstellung von Männlichkeit ist, so schmeiße sie weg. Verbanne sie aus deinem Alltag. Hör auf, falsche Personen als Vorbilder zu nehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und für den, der sich vom Gedenken an den Allerbarmer abwendet, bestimmen wir einen Shaitan, der sein Begleiter sein wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir einen Shaitan zur Seite gestellt, der dein ständiger Begleiter ist, der dir weismacht, dass es richtig ist, was du tust. Nein, noch schlimmer, er führt dich weiterhin ins Verderben, Richtung Jahannam. Die Dunya ist wie eine giftige Schlange. Beißt sie dich, so gelangt das Gift ins Herz. Es macht dich unehrenhaft. Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte, wir waren einst ein erniedrigtes Volk und Allah ehrte uns mit dem Islam. Wenn wir versuchen, in etwas anderem als dem, womit Allah subhanahu wa ta'ala uns geehrt hat, Ehre zu finden, werden wir von Allah erniedrigt werden. Mein Bruder, du stürzt dich ins Verderben und du merkst es nicht mal. Wisse, dass es in der Vergangenheit Männer gab, sie behaupteten von sich großartig zu sein. Sie waren ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Sie waren nicht wie du oder jene um dich herum. Nein, sie waren skrupellos. Pharaon, der von sich behauptete, Gott zu sein. Nimrud, der Pfeile gegen den Himmel schoss, um Allah subhanahu wa ta'ala zu bekämpfen. Sie folterten und töteten jeden, der ihnen widersprach. Was ist mit ihnen geschehen? Allah subhanahu wa ta'ala hat sie vernichtet. Mein geehrter Bruder, willst du wissen, was Männlichkeit ist? Ein Leben in Halal, das Vermeiden von Haram, für Allah subhanahu wa ta'ala lieben und für Allah subhanahu wa ta'ala hassen. Damit zufrieden sein, womit Allah subhanahu wa ta'ala einen versorgt. Diesen edlen Dien unter allen Umständen verbreiten. Bescheiden sein und seinen Scham hüten. Die Familienbande pflegen. Dankbar sein, womit Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft. Sich um die Sorgen der Umma kümmern. Das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Sei wie die Helden des Islam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Männer schenkt, die diese glorreiche Umma zum Sieg verhelfen.